Wir gucken uns die Stats an. Also, Batgirl ganz weit vorne im Ranking hier. Die hat wirklich abgeräumt. Jetzt gerade nach der Riesenhand gegen Victor. 5 Lagen vorne. Nico und Kevin im Plus. Dann haben wir ein paar Spieler im Minus, logischerweise. Möter mit 2 Lagen hinten. Victor schon 4 Lagen hinten. VPIP, da sehen wir Victor. Ja, oh Wunder, der aktivste Spieler überhaupt. 70% der Hände. Kevin, der tighteste mit 37,5. Ist auch nicht wirklich tight, aber zumindest im Vergleich zu den anderen. Und GFR, da sehen wir Nico und Kevin als aggressivste Spieler. Mütter da hinten, hinten dran mit Kroni. Also das ist auch mein Eindruck gewesen. Kevin und Nico hier ganz klar mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Wenn die einsteigen, dann hauen sie gleich einen raus. Oder Bier holen und dann zugemacht. Irgendwann war es zu. Okay. Durchgelaufen. Schauen wir uns Hans Nummer 41 an. Nee, das ist eins meiner Highlights-Events. Ich bin durchgelaufen. Abgeprallt, deswegen Schwurm geht aber komplett abgeprallt. Eine Aktion. Ja, dann hieß es immer nach Schwurm geht dazu. Aber es gibt schon ein paar sahnige Ausdrücke hier. Ja, Batgirl, Preflop ist die sehr passiv. Dafür ist die Postflop sehr aktiv, muss man sagen. Also Batgirl macht da ihrem Namen schon alle Ehre. Postflop spielt die echt mittlerweile ein bisschen kantiger als früher. War sie echt immer sehr zögerlich und zurückhaltend, aber das hat sie abgelegt, Postflop. Dieses links faschistische dieses neoliberale. Ja, diesmal eröffnet Koni die Hand. Ja, wie soll ich es noch nennen? Geht's noch, Donati? So aussagen zu können. Wen meinst du denn, Sebo? Meinst du mich oder einen Heckenwitz? Oder Gap beste Disney. Hörter checkt. Disney ist beste. Also 4 Spieler, Dame 6, 2 an Bord. Batgirl hier mit dem Pair und Victor wieder mit dem Flush-Draw. Jetzt gucken wir mal, wie Victor diesmal rangeht an die Nummer. Wieder nur mit dem Call am Flop. Ist bei Victor auch so ein bisschen dauerhaftes Thema, dass der am Flop oft nur callt, um dann am Turn Action zu machen oder zu raisen. Habe ich schon 2-3 Mal gesehen. Oh, das ist natürlich jetzt, eine starke Karte hier. Mit einem 2-Pair. Ja. Victor wieder auf die Hand abgestützt. Wenn du gegen irgendwas bist, kleiner Nazi. Oder auch Bauern als auch Nazi. Nur mit dem Call. Und das ist natürlich dramatisch hier. Jetzt Batgirl. Gute Setzgröße. Drei. Oh, das ist natürlich, könnte nicht schlecht sein. Könnte hier Superwig verleiten zu raisen. Ich hätte hier aber volle Kanone Potsize gebettet. Aber das sieht schon nach einem Raise aus. Und jetzt gucke ich mal, was der Victor macht. 8. CDU-Mensch, der sagt, okay, hier mit AfD so. Batgirl sollte sich jetzt ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht so nur mal ein nicht direkt Finger agieren. Also wollen wir quasi jetzt gegen was gegen das aktuelle System quasi. Nice Move, nice Move. Ich habe überlegt, ob ich callen soll. Das heißt sofort, da mischen sich AfD-Wähler runter. Ja, natürlich ist da wahrscheinlich auch mal ein AfD-Wähler drunter. Natürlich, das ist in überall so, auf jeder Demo so. Also das kannst du nicht verhindern, aber deswegen auch alle dann gleich abzuklatschen. Victor mit dem Call. Dame, ich preis nicht, ich hab doch keinen Bock. Du. Also da hat es der Victor verpasst am Turn hier den Pot frühzeitig aufzublähen und ist selber am River hier vor der schweren Entscheidung. Nice Hand, einmal mehr von Batgirl. Nice Hand. So spielt man Poker. Jetzt gerade nochmal ein Kevin. So spielt man Poker. Und der nächste Mega-Pot für Batgirl. Nice Hand. Was aber ja nur eine konservative Sichtweise ist. Also ja, stark gelaufen. Gutes Setup wieder mal. Ich springe jetzt aber ganz kurz rein und mache einmal kurz dieses Kamera-Delay weg. Das fand ich nämlich sehr störend, dass da eine Verzögerung ist. Ich bin gleich wieder da. Warum muss ich das jetzt? Warum muss das zweite Mal gegen mich?
Also da will ich, muss ich auch sagen, also wo sind wir denn da jetzt hingekommen? Warum muss jetzt Bad Leibler Transvestie-Mann-Frau für Bad Leibler? Also da muss ja. Da als Marketing-Typ was mitbekommen, dass das eben funktioniert hat? Leute, ich habe relativ primitive Amerikaner, ja, die im Stadion Bad Leibler sagen, wir sind Männer und Army, vielleicht sind sie auch privat schwul, aber sie müssen halt erstmal, wir sind Amis, wir sind... Grill, Barbecue und dann Die wird ja auch als Rechte. Genau, weil nur wenn sie konservativ ist, halt musst du das mal überlegen. Ja, du kannst aber als Links, als Linker kannst du locker konservativ sein. Ja, das hat ja auch nichts miteinander zu tun. Allein, dass die Diskussion aufgemacht wird, das ist nicht mehr normal. Ja, dass du die Achtung mal gezeigt hast. Und vor allen Dingen, das ist die Lucky für mich auch wenn du mal eine konträre Meinung hast, auch was diese Russland-Geschichte angeht. So, also da bin ich wieder zurück. Kurz die Technik gemacht. So ganz synchron habe ich es nicht hingekriegt. Ich muss dann nochmal gucken in Ruhe, wenn ich das nächste Mal hier einstelle. Was schreibt der Heckenwitz? Wenn ich nicht Stummschalten gedrückt hätte, hätte ich auch kein Tonproblem gehabt. Also ich war noch nie du hattest keinen Ton. Ja, da kann ich nur sagen, in 95% der Fälle sitzt das Problem vor dem Bildschirm, Heckmann. Ist schon immer so gewesen. Und natürlich, jetzt ist es soweit, Omega Matze Gedächtnismonster. Jetzt ist er fertig, brauche ich jetzt nämlich. Und dann laufen wir zurück irgendwie Richtung Subway da. Und dann kommt da Hand Nummer 42. So, mittlerem Alter, keine Ahnung, voll in West Ham-Montur, macht den hier zu mir und ich mach so den hier und sie so und den hier. Ja. Also, und nur als Nazi bezeichnet und alles, hey, die haben nichts anderes gemacht wie, ey, ich sehe nochmal ganz dicht da drüben hier. Also, ey, ohne Witz. Ich saß. Ich war richtig geschockt, weil ich dachte, so was ist sauber eigentlich. Ich saß im West Ham-Block. Ich hatte so Angst. Es wurden ja alle auch rausgeworfen. Teilweise wurden ja. Achso, bei euch sogar echt. Komplett, sobald du Deutsch gesprochen hast. Ja, Maroon, danke fürs Zuschauen. Also, viel Spaß beim Football. Gute Besserung. Und ich war Gott froh, dass ich beim SC-Block drin war, weil ich hätte meine Schnauze teilweise nicht halten können. Also, was heißt rausgeflogen? Die wurden beide rausgezogen von den Ordnern und dann aus dem Stadion. Weil sie Deutsch gesprochen haben. Ja. Mit welcher Begründung? Neun. Da bett ich denn nicht. Dass wir halt nicht zu den Heimen suchen haben. Also wir hatten West Ham-Tickets. In dem Blog. Ich habe noch diese zwei Scheißhemden. Ja, und ich sage halt keine Gäste-Fans, aber der Witz ist ja, dass sobald du Deutsch sprichst, wie kann das sein? Natürlich ist die Chance relativ hoch. Ja, ich würde dich sagen, ich kann es nicht interessieren. Neben uns war ein Deutscher, der seit 12 Jahren in England war. Der hat seine Freunde eingeladen, weil, hey, SC gegen London, naja, warum nicht? Und er hat sich schlussendlich auch rausgeworfen, hat aber auch gesagt, hier, ich wohne hier seit 12 Jahren und jetzt werde ich jetzt rausgeschmissen. Nur weil ich Deutsch spreche, das ist war abgesehen. Und diese ganzen Leute drumherum, die haben ja niemanden angefeuert von ihrem Team. Das, denen ihre Aufgabe war, 19 Minuten lang die Gäste-Fans zu beleidigen, sich um die Stelle von oben beobachten. Sobald jemand bei uns rausgeworfen worden ist und da die Treppe runter ist, immer schon Bastard. Aber hast du den Ticketpreis zurückgekriegt, Alena? Hast du den Preis dann zurückgekriegt? Ticketpreis, wenn du rausgeflogen bist? Ja, ich schreibe ja zurück. Die schreiben es ja auch rein und... Was, selbst schuld? Weil? Die schreiben es rein. Die schreiben es halt vor rein, dass du nicht rein darfst. Da geht es um Fußball. Ich mache noch Korn. Ein Korn ist es. Ja.
Ja, also harter Talk hier zum Auswärtsspiel bei West Ham vom SC. Aber wir konzentrieren uns mal wieder auf das Pokerspiel. Outfit? Okay, verstehe. Aber dass die wirklich sukzessiv Leute suchen, ob die Deutsch sprechen oder nicht, und sich einfach. Merkt man jetzt auch gleich der Poker-Action an, die geht gleich natürlich spürbar zurück. Also, kontroverses Thema, alle sind beteiligt. Dementsprechend gab es auch kaum Raises. Also, weil die wurden richtig aggressiv. Die Hand könnte aber interessant werden. Also, Fritz und Batgirl mit dem Treffer Mittelpair. Also, super Weg hier mit dem Top-Pair. Aktuell noch mehr als sonst. Ja, aber auch was das für Fankultur da drüben ist. Also, ich, wie gesagt, ich habe das sowas fünf. Und ich habe mich eigentlich richtig gefreut. Eröffnet hier Straßenmöglichkeiten. Fritz gab noch ein bisschen Outs auf. Also, Victor wird nochmal nachlegen. Ja, gute Setzgröße. Jetzt hier knapp über Pot. Den will er hier einfach direkt klar machen. Seine 8 hier protecten. Der ist sehr dorn, Rest ist scheißegal. Vize hat noch eine Entscheidung. Hat er immerhin noch seinen Straßentor hier aufgegabelt zum Treffer dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass der Vize hier noch callt. Nee, Vize spielt heute. Ja, wobei ich diskutiere ja, dass sie vielleicht noch einmal. Solider. Wenn er die Champions League wieder aufgestockt. Batgirl jetzt allerdings mit Oberwasser, die hat auch die Chips dafür. Rollt hier nur oder callt. Guckt sich einen River an. Der River ist dann schon nicht so nett. Ist natürlich One Card Straight hier möglich. Von daher check, check. Und Victor macht den nächsten Pot. Stuttgart kriegt jetzt eh ein. Ja, ist aber auch so ein bisschen Thema beim Victor, den ganzen Abend. Also wenn er einen Pot macht, dann ist es oft ein kleiner Pot. Und wenn er einen großen Pot spielt, dann verliert er ihn. Das Setup dann auch ganz oft gegen ihn. Also ist heute leider ziemlich im Hintertreffen. Bei Batgirl genau das Gegenteil. Wenn sie einen kleinen Pot spielt, gibt sie ihn gern mal ab. Wenn sie einen großen Pot spielt, dann gewinnt sie ihn. Also gegensätzlicher oder konträrer könnte es gar nicht laufen für die beiden. Aber das gehört zum Poker dazu. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das ist einfach so. Und Victor, der wollte es heute eigentlich auch irgendwie wissen, ne? Hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Der war heute extrem motiviert, als er gekommen ist. Der hat sich einiges vorgenommen für die Session, wollte spielen, wollte aktiv sein. Ist er ja auch. Ja, dann hast du halt auch die Gefahr, dass mal irgendwie ein paar Hände schief gehen. Der Quan. Quan, der müsste doch eigentlich rum sein mit seinem Militärdienst. Kommt er dann wieder zum SC zurück? Ich habe keine Ahnung. Der ist doch. Nee, der ist ja verkauft worden. Bei Stuttgart. Nee, der Quan. Der war ja damals waren es zwei. Also, der war echt ein recht kreativer Powerfußballer. Aber der musste dann zum Militär. So, Koni hier direkt einmal begann, eröffnet. Vize als einziger mit dem Call am Button. Also haben wir zwei Spieler. Schauen uns Heads-up an. So, da haben wir. Der trifft aber die 6. Wird hier auf alle Fälle eine Conti-Bet spielen. Aber geil finde ich dann auch, wenn du so einen Topstar bist, wie jetzt Hoi Min Son, der muss dann irgendwie nur so 3 Wochen, 4 Wochen alibi-mäßig das machen. Ass und dem Gutshot. Und dann wahrscheinlich so Kaffee gekocht und keine Ahnung irgendwie. Nee, der haben sie bestimmt jeden Vertreffer für ein Vize. Ja, ja. Also, mal. Genau, das sind ziemlich viele Overcards mittlerweile. Und foldet auch direkt. Ja. Nordkorea greift. Einfaches Poker. Sie schnappt sich die Chips. Die ausweichen können. Die Frage, ob der Vize überhaupt teilgenommen hat bisher in der Pokerrunde, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, glaube ich, die erste Hand, die ich von ihm so wahrgenommen habe. Ja, aber ist halt manchmal so. Manchmal läuft man einfach so neben der Pokerrunde. Lag vielleicht auch am Handballspiel, das haben die nämlich nebenher angeguckt. Ich glaube, da war der Vize mehr konzentriert auf den Fernseher, auf den er gebannt gestarrt hat. War ihm dann vielleicht wichtiger. Mit der Aufnahme hier? Du bist durch. Hast du nur meinst, im Wahlkampf mit irgendeiner von euch? Wenn wir das dann rausziehen und eine Million erpressen. Make Poker Great Again heißt dann. Ja, genau. Poker wird. Los, mach Licht. Poker legal. Genau, Bruder. Mach Poker. Brudi. Brudi. Das ist so geil jetzt als diese Angela Merkel verarscht auf Instagram. Mit dem Döner. Bei mir war Döner stimmen. Für 5 Euro, jetzt 8 Euro. Olaf, gönn mal wieder Döner für 5 genau. Euro. Der Dreh, ich habe alles so hinterlassen, dass es funktioniert. Aber das ist nicht markiert, gell? Das ist eine KI-Stimme, ne?
Also in den Videos, also das ist schon ein Zeichen, ne? Alter, klar, das ist ja so übertrieben, oder klar, dass du, aber der kann schon trotzdem echt Jack Scheiß mitbauen, ja. Ja, das wird noch spannend alles, ja. Und bis dann die EU dann entscheidet, irgendwelche Gesetze, ist das Ding schon wieder ums Eck. So, Ass 9-7 hier. Ich bin beim Turn, Chance zurück, kein Problem. Ich hab schon den Checken. Alle checken durch. Ja, wieder die verpasste Chance am Flop für Victor, aber der macht ja am Turn seine Hand. Kevin will das eigentlich ausnutzen, die verpasste Chance, und hier mit einer Bet eigentlich den Pot gern mitnehmen. Schlechte Nachricht für ihn, er kriegt zwei Caller. Das wäre natürlich eine 2, wäre natürlich mega, oder eine 7 am River. Schauen wir mal, was da Kato stealt. Ja, einen Jungen. Wird auch noch ein Pick. Ich trau mich nicht. Oh. Check, ja. Zwei Perle. Also das gibt's natürlich nicht. Also da muss der Victor in Position eigentlich noch eine Bett machen. Bist du check, was stimmt mit dir nicht? Ist es ein Flush? Ja. Liegt da auch? Also check ist behind ist da keine Option für Victor in meinen Augen. Zwei Pick und ja. Also ich hätte auch irgendeinem hätte ich. Ich habe keine zwei Pick. Nein, aber du hättest doch zwei Pick gebraucht. Bei jetzt vier hätte ich ja verstanden. Junge. Oh, jetzt kriegt er von Koni aber hier die Ansage. Ja. Gott, also, da sehe ich auch auf alle Fälle eine Bett in Position als letzter Spieler. Auch wenn er nichts gekriegt hätte, ist das natürlich müßig, was das Ergebnis angeht, aber jetzt rein spieltaktisch, spieltechnisch ist das eine klare Bett. Sehe ich nicht da den Check behind. Nach der Action am Flop und am Turn mit der wenigen Action muss ich auf alle Fälle hier für Value setzen. Verpasst der Victor. Aber ist dem vielleicht geschuldet, dass er heute schon ein paar auf die Nüsse gekriegt hat? Hat er vielleicht ein bisschen Angst, ist gebrochen und denkt sich einfach. Mats Eppan sagt, Hane. Genau, Mats sagt. Aber gut, so ist es. Noch kurz anlesen? So, jetzt hoffe ich mal, dass in der Hand ein bisschen mehr Action geht und ein bisschen mehr Poker. Poker Action, Poker Esprit hier rüberkommt. Doppelstraddle, Kevin gleich mit der saftigen Erhöhung am Button. Wird auch wieder Insta gecallt vom Super Vic. Der ist sowas von on fire. Ja, ein Pokertherapeuten. Okay, beide treffen hier das Ass. Victor mit den 25. Also was ist das denn für eine Bet? Die soll den Kevin wahrscheinlich schon so ein bisschen tilten. Aber de facto macht die einfach gar nichts, die Bet. Also. Ich habe ein Footballspiel. 365. Football. Kevin hier also quasi mit der großen Conti-Bet und Victor geht all in. Das ist natürlich krass. Kevin hatte noch über Pot-Size hinten dran und Kevin pusht hier einfach all in. Kannst du da gucken, oder? Das ist natürlich krass. Also grundsätzlich sieht das natürlich überhaupt gar nicht stark aus, der Move hier von Supervic. 25 reindonken und dann all in. 3-Bet. Oh, Ravens, die machen es dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, wie der Kevin sich hier entscheidet. Ist natürlich jetzt eine Entscheidung. Mit seinem Ass kann er ganz weit vorne sein, aber er kann auch ganz weit hinten sein. A, wenn der Gegner ein besseres Ass hält oder sogar die 3 getroffen hat. Ganz weit vorne, wenn der Gegner hier einfach ein Flush-Draw hat oder einfach ein mittleres Paar. Datsen. Das war, glaube ich, noch meine Kurse, wie man es ausspricht, gell? Datsen, der. Bin ich mal gespannt, wie der Kevin sich hier entscheiden wird. Er guckt sich auf alle Fälle nochmal den Gegner an. Ich frage mich, wo die da so Zone finden. Ja, Fold. Haben wir vorhin auch schon gedacht bei der einen Hand gegen Nico. Aber da hat er so einen Call ausgepackt. Bin mal gespannt. Das ist aber auch falsch. Ja, Deutsch halt. Aber die haben das Abo wieder bei mir erhöht. Ich hatte immer bei Sky 19,90 und jetzt plötzlich. Ja, guckt er extra nochmal in die Kamera. Das weiß ja schon der Kevin, dass er dann nachher nochmal ein Replay erwähnt wird. Ne? Macht er hier nochmal kurz den Blick. Und beim Kevin ist einfach.
I just don't fold. It's so boring to fold. I decided no more folding. Ja, das gilt einfach für den Kevin. Folden sehe ich da auch nicht. Also es wird ja alles deutlich teurer. Vorne oben drauf. Links. Das erste Playoff-Spiel, wo ich gucke, von der Seite, da war schön steil um halb eins nachts. Weil sie zeigen jetzt auch Tennis auf Sky. Australian Open. Ja, also wenn der Kevin so lange überlegt, der foldet doch nicht. Für die Fans. Du bist auch total sportbegeistert, ne? Ja, unsere ganze Familie ist komplett im Sport drin. Was hast du denn gemacht? Ja, ich glaube, du hast ein Rohr. Ich glaube, du hast ein Draw, sagt er. Mamas Seite spielt alle Tennis. Okay. Also hast du einen Fünfer. Papa spielt ja Basketball. Okay. Opa Handball. Schlechte Call. Bei uns war das schon immer früher. Ja, also, Callt ihr auf alle Fälle. Und jetzt wird's spannend. Bräuchte ich dann zwei hohe Karten? Ja, was heißt, sie kennen Kevin am besten? Ja. Bei der Hand ist es einfach so. Ja. Also entweder er ist hier vorne mit dem Ass oder halt also hinten, aber irgendwie ist eine Hand, die kann man hier callen, weil der All-In-Push halt nicht so viel Sinn macht. Ihr macht einmal, oder? Wir können auch zweimal machen, dann ist die Chance aufs Split höher, aber mir ist egal, wie die rauskommt. Zweimal. Okay, run it twice. Zweimal Split Post. Macht schon mal in Vierer. Zwei Vierer noch. Einmal. Hallo, du hast gut lang. Schauen wir mal, ob der Kardos das hinkriegt. Sweat. Ja. Sweat für Split. Ja, guck. Ah, also. Ja, das Ende des Spots bleibt nicht mal. Muss irgendwie raus, muss irgendwie wieder ins Fernsehen kommen. Ah, ich hab dich auch. Komm, das habe ich sowas. Erster Run ist Split. Was auf erst? Zwei noch. Ein Kreuz. Oh, hier. Steht's aber hier. Oh. Sparsam ist das an. Oh, die ist auch höher als meine, als die sechste. Geofarb macht ihr das jetzt? Mhm. Wir nehmen alles zurück hier. Okay, Splitpot. Also viel Wind um nix bei den beiden. Ja, in der speziellen Konstellation natürlich die Chance auf den Splitpot relativ hoch. Ja. Kevin überlegt lang, findet hier aber den Call und meiner Meinung nach auch, ja, ist richtig. Ich glaube, der Victor hat hier öfters einfach schwache Hände, als dass er da wirklich Granaten hat. Mit einer 3 würde ich ja auch kein All-In raisen. Vor allem würde ich nicht 25 reindonken und dann All-In pushen. Also das sieht alles schon relativ fishy aus. Ja. Was kommt da jetzt? Ja. Also ist schon okay, der Call in meiner Sicht der Dinge. Aber was weiß ich schon. Natürlich einfach, wenn man hier am Moderatorenplatz steht und die Karten sieht, dann kann man das natürlich einfach sagen und beurteilen. Aber ich versetze mich da eigentlich immer so ein bisschen in den Spieler rein, wenn ich die Setzreihenfolge sehe und denke, wie würde ich denn denken am Tisch? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und die Bedline macht halt nicht so viel Sinn. Ich glaube schon, dass ich da auch mit einem Ass call. Ja, das waren immer. Aber gut, so wurde es gespielt, so wurde es entschieden und die Spieler haben gesplittet. Also kann sich keiner beschweren. Gibt schon keinen Verlierer. Ist doch auch gut. Ist doch gut für alle. Welchen Platz hat er bei der Vierschanzen? Zweiten. Hinter einem Japaner oder so? So, jetzt muss ich aber auch noch checken, wie viele Hände wir überhaupt noch spielen werden hier im Stream. Wie lange der Carlos noch möchte. Das mache ich gleich mal als nächstes. Ich gehe jetzt kurz mal rein und check das gerade mal mit dem Carlos. Packer, dir Brüste aus. Nicht allen gefällt. Ah ja. Vip News. Jetzt, doch, ich glaube, ich mal in einem Format gesagt, dass die sie ja richten lassen. Hm? Was jetzt? Haben wir schon wieder was falsch gemacht? Habe ich gewonnen und habe schon wieder nicht gesehen? Ich darf nicht sagen. Komm, grinsen rein. Ich wollte fragen, wie viele Hände Check überhaupt jetzt noch streamen. War das ein Check? Ja. Weiß ich nicht. Machen wir jetzt. Also. Wie viele Hände haben wir gespielt? 47? 47?
20 pro Stunde bis 70, ja? 60. Bis 60? Ja, bis noch so lang? Ja, bis 60. 60, glaube ich. 60 ist die letzte Hand. Ich weiß nicht, ob ich so lange dabei bleiben kann, so wie es heute läuft. Das ist ein bisschen anstrengend, doch. Du könntest mir also ein bisschen mehr Glück haben. Das auch. Das aber gut, waren ein paar Setups dabei. Ja, aber üble. Oder gehst du mal kacken oder so? Live im Fernsehen heute. Endlöse. Ja, wieso nicht? Also politisch bist du auch raus. Ich finde das jetzt ein konstruktiver Vorschlag. Konstruktiv von Ihnen. Der kam zwar aus dem Nichts, aber machbar. Ist auch machbar. Machbar, ja. Machbar wäre es realistisch. Smart definiertes Ziel. Genau. So, spezifisch. Messbar. Und auch realistisch. Aktiviert vor allen Dingen. 75. Okay. Geht jetzt einer kacken oder nicht? Nein. Es wurde mir angeraten. Es war jetzt nur ein konstruktiver Vorschlag. 2,25. Gut. Souverän. Schnitt, oder? Viertel nach acht haben wir angefangen, oder? Lausch die ganze Zeit. Ja, ich zwischendurch habe ich nicht. Sogar Französisch habe ich mal gesprochen zwischendurch. Echt? Du warst echt Multikulturell unterwegs. Tschüss. Go. Go. Ich sage jetzt mal Go. Was ist das hier? Du bist nix. Das ist der Bachelor. Gute schon wieder. Stimmt. Zwei Bachelors. Und am Schluss gehen die zwei miteinander rein, oder? So, genau, das Plot Twist, die sind beide schwul. Folge 1. Wir sind seit drei Jahren nicht verheiratet. Romance. Das ist ja richtig witzig. Das ist ja richtig gut, ja. Das ist richtig, ja. Oh Mann. Kaffee schon wieder. Schwarzes, heißes. Ein Zwölfchen. Bringst du mir, wenn es das gibt, ein silbernes Waldhaus mit? Gerne. Und ansonsten, ein, der ist in der Mitte, ist offen, ne? Und der Vorhang offen. Ansonsten auch ein alkoholfreies, wenn es. Also silber ist in den Pott. Kleine Donation an. Ich habe gerade überlegt, ich rück da nichts mehr raus. Habe ich jetzt irgendwas? Edgar. So, drei Spieler haben wir. Nummer 48. Superweg hier mit der guten Starthand, wird aber wieder ausgefloppt. Callt hier die Bet vom Koni. Das habe ich nicht gesehen. Dank der Problemtaste, aber kein Problem. Bet gehört auch mit dem Call hier. Hotshot. Attila Schorlein. Von ab Wochenheim spielt. Wird König, bin ich mal gespannt, ob der Koni nochmal setzt. Ja, macht er. Dann haben sie Salai und Schorlei. Mhm. Super. Genau. Dann haben wir ja nicht mehr das Problem. Das sind beide auch Ungarn. Ja, beide vor Ungarn. Also Koni macht ja den Pott klar. Ja, die Verzögerung, Tonverzögerung ist da. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, warum. Ich habe vor dem Stream alles exakt synchronisiert. Du kannst ja entweder den Ton später oder die Kamera später machen. Das kannst du ja einstellen bei diesen Streaming-Software-Gedöns-Teilen da. Jetzt ist es aber wieder völlig unsynchron, aber auch nur bei einer Kamera. Also bei der Ansicht auf den Dealer ist es unsynchron. Die Seitenansichten sind synchron. Keine Ahnung. Also ich bin da auch ein bisschen planlos irgendwie. Ob das am Computer liegt oder nicht, ich weiß es nicht. Ich werde nochmal dran arbeiten. Ich versuche es. Jetzt sind wir aber erstmal zufrieden mit dem Erreichten und der guten Kameraqualität. Und dass wir Kevin im gelben Pulli hier in Top-Quali sehen können, das ist doch jetzt mal einfach das Highlight heute. Halte ich doch jetzt schon mal fest. Und ich halte schon mal fest, Carlos hat gesagt, 60 Hände wird gespielt, wird gedealt. Von daher haben wir noch 11 Hände hier im Stream und dann natürlich auch später auf YouTube im Replay. Nice von Carlos. Macht er gut. Ja, ja, du musst jetzt unbedingt jetzt nochmal nachlegen. So, Hand Nummer 49. Batgirl hier mit dem Straddle. Die meisten Folden und Möter hier am Button.
das ist was, Walter. Okay. Ja. Mhm. Alles klar, ja. Hab ich! Ja, soweit, ja. Mhm. Okay, alles klar, ja. So, okay. Kevin kriegt, glaube ich, gerade noch einen Anruf aus Las Vegas und muss noch mal ganz kurz noch mal ein paar Spieltipps geben. Keine Ahnung, was das jetzt war. Was ist passiert? Ich habe gerade gesehen, dass Mildred mir zweimal angerufen hat. Wie viel? Um 8. 1,50. Um 8 angerufen hat zweimal. Und dann habe ich jetzt gerade gedacht, oh shit, das habe ich jetzt voll verpasst. Nicht, dass irgendwas ist und so. Und ich rufe mal an. Kevin ist ja auch wach geworden. Wieder. Und dann sagt sie, was ist? Dann sag ich, ja, du hast mir angerufen, sag mal, ist ja irgendwas? Ich wollte nur sagen, ruf mich an. Weiß ich nicht mehr. Dann sag ich, doch, um 8. Dann sagt sie, ja, ich hab dir doch angerufen, weil du dein Handy nicht gefunden hast. Ich so, okay. Ja, gut, dass du mich deswegen gewählt hast. Nur weil du Alzheimer hast. Ich so, okay, ja, sorry. Gute Nacht. Weitermachen. Ciao. Boah, Mann. Geht's noch? Was von Heinz Becker? Absteigender Ast, sag ich immer. Ja, so, Kevin, absteigender Ast. Nee, mach ich nicht mehr. Ein Straddle mal abgeteilt. Ja, also kein Straddle bei Kevin? Gut geteilt, muss er sein. Guck mal, ob er belohnt wird für seine kein Straddle-Strategie. Nee, foldet hier auch direkt. Ist heute auf der Titan-Seite unterwegs, muss man sagen. Ganz im Vergleich zu Victor. Der ist maximal los. Eröffnet die nächste Hand. Nico am Button mit dem Call. Und Vize mit der 3-Bet. Aber auch klein aus dem Small Blind. Könnte man ruhig ein bisschen größer raisen, meiner Meinung nach. Und wird hier auch dann sofort gecallt von beiden Spielern. Also drei Spieler am Flop. Jetzt noch einmal nach unten. Ja, der geht ja gleich von alleine aus, oder? Geht dann immer nach 30 Sekunden. Oder 30 Sekunden oder so. Klammer. Bin jetzt in der Hand. Ja. So, König 6-5 am Flop. Check. Alle Spieler checken. Interessant. Okay. Eigentlich eine gute Option gewesen für Victor hier die Initiative zu übernehmen. Jetzt sieht Vize sich eigentlich vorne hier, nachdem alle durchchecken. Und wird jetzt aber erstaunt sein, dass beide hier direkt callen. Für Nico hier auch klarer Call. Im Top, ja. Silber mit der 6, Perzi Sport, eigentlich eine Blank. Da sehe ich fast für Nico noch eine Bet nach der Action. Und die wird er hier auch auspacken. Also hat er nicht wirklich irgendjemand Stärke symbolisiert. Einzig der Vize hier mit seiner 3-Bet Preflop, aber die war auch so klein und hat auch Postflop keine große Action gemacht. Also da würde ich mich mit dem König eigentlich auch immer gut fühlen und gerade am Ende nochmal setzen. Wäre dann auch wieder das Thema in Position. Chaos, meine Bet nicht verpassen. Mhm. Gut, Victor kann hier nicht callen. Also nice Hand hier von Nico. Ja, kann man so spielen. Stabiles Poker. Wird hier auch zurecht eingeblendet und zurecht auch über Kopf. Ja. Genau. Also die Ansicht muss ich immer noch fixen. Steht auf meiner To-Do-Liste. Da habe ich die Kamera noch nicht umgedreht. Wird noch geschehen. Ja, das ist halt so, wenn man dann streamt und bei Webcom. Vielleicht mögen sie auch einfach keine Masse. Ja, aber so ist es. Bei so einem komplizierten Livestream-Projekt gehen halt die Sachen einfach auch mal schief. Wenn du mal gute Karten geben würdest, dann. Jetzt rein Blut. Kurz vor dem So, jetzt haben wir Koni mit dem Straddle hier in Hand Nummer 51. Der fühlt sich offensichtlich wieder motiviert nach seiner kleinen Pause. Ich wollte auch noch ein Thema anstehen. Die Deutschland-GmbH. Vize raised am Button. 5-8. Kevin called hier. Bigland. Und Koni hier mit der 3-Bet. 2,25.
Cool Flipchart, komm mir mal ein Konzept. Wird gecallt von Kevin. Okay, interessant. Schick. Weil wir Kevin gar nicht mehr so viel hinten dran hat. Also nur 150 Bitcoins. Wenn schon wichtig ist. Nicht nur Nazis, sondern auch. Ja, der Flop ist auch mehr als bescheiden hier für Kevin. Gecheckt hin. Koni mit dem Check behind. Finde ich nice. Check. Der Tusch halt. Ja. Bisschen was. So 1,50 reicht. Mhm. 1,50 reicht. Mhm. Das war wie viel? 3,11. Also, gar keine Option hier für Kevin weiterzuspielen, die Hand. No pair, no draw, no nix. Muss er einfach hier abschenken. Ja, das ist ein bisschen schade hier mit der Kameraeinstellung. Die ist ja zufallsbasiert, was da eingeblendet wird zwischen den Deal-Sequenzen. Muss ich ganz schnell. Außer du kommst schon morgen, massiere ich meinen Rücken. Muss ich ganz schnell wieder ändern. Werde ich auch das nächste Mal auf alle Fälle machen. Ja, Koni gewinnt hier jetzt mal wieder eine Hand. Wird ihm sicherlich auch gut tun. Der hat sich ja sehr zurückgehalten in der Session. Hat wohl versucht, Unterhände zu spielen, aber ist irgendwie nicht in die Pötte reingekommen. Ist auch mal gut, dass der das nicht gemacht hat. Weißt du, was ich für Massage her habe? Problem gesehen, analysiert, zack. Reagiert. Instinktiv. So, also. Das ist schon mein Taekwondo-Style, den ich da mache. Auf dem Weg nach Hause, ich war mit diesem Mann noch beim Aussteigen hier. Und acht Hände haben wir noch. Ich hoffe, der Carlos gibt noch ein paar schöne Setup-Hände raus. Zuletzt hat er die Action ein bisschen abgenommen oder ein bisschen abgeflacht. Ist jetzt aber auch relativ normal bei so einem Pokerabend. Meistens so die erste Stunde, die ersten zwei Stunden sind geballt mit Action. Da wollen die Spieler noch alles reinhauen und dann haben sich so die ersten zwei, drei Rebuys erledigt. Der Straßenbahnfahrer. Und dann flacht die Action auch immer wieder ab. Jetzt könnte es aber spannend werden. Wir haben Kevin und Koni hier mit zwei Pairs. Kevin eröffnet hier die Setzrunde. Koni mit dem Call. Victor auch mit dem Call. Die drei Spieler. Steht Polizeiauto links und haben wir Dame 5. Und ein BMW gibt Vollgas. Aber schon rot. Die Ampel ist schon rot. Also wird der Kevin auf alle Fälle eine Conti-Bet auspacken auf dem Board. Und dann hat der. Den Koni wird hier callen. Zumindest einmal. Nee, Koni foldet. Wow. Ist hinterher. 7-2. Victor auch, ohne irgendwie connected zu haben. Und dann hat easy Game hier für Kevin. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass hier beide Spieler direkt hier folden. Zumindest ein Koni, dass der nicht einmal hier callt. Interessant. Oh mein Gott. Aber gut, sei dem Kevin gegönnt, dass er hier einfach den Partner mitnimmt. Wir hatten doch schon so gut die Gelegenheit. Ich mal die Gelegenheit und nehme nochmal einen Schluck von meinem hervorragenden Monster. Energy Drink. Der wird mir noch weiterhelfen. Jetzt hat er. Haben die, glaube ich. Ah, das ist der Fall. Yes! Das war ja, was macht er mit Flutschfinger. Riesen Interception. Viele Flutschfinger gegessen. Ja. Das sieht schon wirklich glitschig aus, ne? Naja, gut, ist ja auch kalter. Da hätte man mehr Flutschfinger. Ich habe mich gefragt, wie die bei, was war es, minus 14 Grad. Boah, hast du vom Andy Reid, wie sein Bart eingefroren ist? Ja, nee, nicht nur das, hast du mal bei, bist du mal bei minus. Ah ja, den Brunchen und alles, da haut ja, der Hals, zerschießt dir alles. Aber sonst hast du danach die Lunge am nächsten Morgen, spürst du. Also, das ist kein Scheiß. Minus 14, die sprinten, was glaubst du, wie die schlaufen? Ah, ja. So, Batgirl hier mit dem Race. Mit 5-3 auf, interessant. Du bist schon mal wirklich schon gerannt bei den Temperaturen. Das pfeift richtig in der Luft. Ja, das ist 14, aber schon mal. Koni callt hier. Aber du hast kein eingefrorene Bart, wenn du rennst. Das ist schon mal gut. Das ist ein Riesenvorteil. Okay, wir lüften nochmal. Also Batgirl hier mit der Conti-Bet auf Ass 5-2, zieht direkt den Pot, warum auch immer die mit 5-3 eröffnet hat. Vielleicht ist es eine Lieblingshand, keine Ahnung. Kurz mal, doppelt lüften. Doppelwumms sozusagen. Du als alter Sozialist mit dem Doppelwumms. Du bist auch flexibel politisch. In der Minute so, in der nächsten so. Ich glaube halt, Vogue ist Allrounder.
Fähnchen im Wind. Pass mich da. Ja, ich glaube, Bettger kann sich tatsächlich leisten. Die grinst sich hier auch ein. Irgendwas hat es mit 5-3 auf sich, sonst würdest du sie jetzt nicht so hier grinsen und sich freuen. Egal, der Erfolg gibt ihr recht. Ist ja immerhin hier die große Chip-Leaderin heute Abend. Verstehe ich aber sowieso nicht, dass man sich dann immer auf Kritik dann ändert. Nächste Hand, Nico Mack hier mit dem Straddle wieder. Es gibt aber Hände, die treten auf alle Fälle gegen ihn an. Koni hier mit Asphyr Suited eröffnet. 75. Victor wird natürlich callen mit Suited Händen. Im Blind wird er verteidigen. Mütter hier eigentlich eine gute Hand für einen Squeeze. Findet aber auch nur den Call und dadurch wird Nico Mack quasi eingepreist. Die Merkel hat. Wäre eigentlich eine Chance gewesen für Mütter. Kann man natürlich auch nur callen. Spielt sich so oder so gut die Hand. Oder relativ klar. Und zwar ziemliche Probleme gestellt. Ja. Ass 7-6. Heute fällt alles der Ampelregierung in den Schuhen. Ja, check, check. Und Koni spielt direkt an. Verpair. Oh, relativ klein angespielt. Der Kanzlerkandidat der letzten Wahl. Wird ja von Victor gecallt, vom Treffer. Bei den Victor Flush. Jetzt wäre ein Pick interessant am Turn. Alle vergessen. Das Ganze, was der jetzt mittlerweile macht. Ja, kommt aber eine Dame. Der stelle ich noch, immer noch da verteilt. Die verändert jetzt nicht wirklich, nicht wirklich viel. Nur noch Kanzlerkandidat, falls es wieder zu der Wahl kommt. Nee, und jetzt nochmal. 1,75, ja, wieder nur eine kleine Bet. Den hat sie ja auch unbedingt durchspielen wollen, oder gegen beide Alternativen. Jetzt sind wir auf dem River gespannt. Noch ein Ass. Ja, das wird den Victor eigentlich verleiten lassen, hier eine Bet auszupacken. Ja, und schneller Call, gar kein Grund für ein Race. Das Dame. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlecht von Victor. Das Ass macht es natürlich unwahrscheinlicher, dass der Gegner hier auch selber ein Ass hält. Und die Dame zwischendurch war eigentlich eine ziemliche Blank. Da kann die 7 doch schon gut sein. Und wenn der Gegner quasi nur auf dem Straight Draw unterwegs war, kann er sich hier den Pot vielleicht kaufen. Ja. Je nachdem, weil dann ist es natürlich auch nicht schlecht, zu ihm hinzuchecken, dass der blufft. Auf alle Fälle muss er hier wieder abschenken. Ja, das bleibt einfach durchgehendes Thema heute Abend bei Victor leider. Der schenkt einfach ab. Muss ja noch einige Hände liegen lassen, dem ist das Glück heute nicht hold. Du hast schon mit dem rechten Nasen noch gerade gearbeitet, genau gesehen. Ich kann nichts dafür, dass das linke zu ist. Komisch, auf einmal ist das linke zu. Immer. Linken Nasenloch. So, ja. Nächste Hand, nächstes Glück oder so ungefähr oder so ähnlich. Vize mit dem Straddle, Batgirl eröffnet auf 75. Kevin Sneaky nur mit dem Call. Hofft ihr noch auf irgendeine 3-Bet oder irgendwas? Super Weg am Button, auch nur mit dem Call. Vize füllt auf und dann gehen wir zu 4 zum Flop. 10, 10, 6. Ja, aber wer müsste dann da callen? Oh, falsche Taste, Entschuldigung. Kansas City, oder? Ja. Und, wer noch? Ja. Vize und Batgirl checken. Kevin übernimmt die Betting Lead. Und kriegt gleich ein Race hier von Victor. Schön, keine RTL-Max. Ja, ist jetzt, glaube ich, noch kein großes Problem. Könnte aber im weiteren Handverlauf ein Problem werden, dass Kevin hier seine Hand unterrepräsentiert. Und nicht so genau weiß, wo er eigentlich steht jetzt mit der Hand. Die Dame am Turn. Das verändert jetzt eigentlich relativ wenig. Check, check. Okay. Da hätte ich von Victor eigentlich noch eine zweite Bet erwartet. Gucken wir mal, was der Kevin macht. Ich überlege gerade, ob die 6 noch gut ist. Gegen meine 3er ist sie gut. Auch Kansas City geht. Ja. Kevin setzt und Victor foldet hier relativ schnell. Also macht Kevin hier den Pot klar, ohne große Gegenwehr. Hätte aber auch durchaus anders laufen können. Wenn Victor hier am Turn nochmal wirklich groß setzt, sieht es für Kevin schon anders aus. Ne? Dann wird es schon ekelhaft. So kann der Kevin hier doch noch überraschenderweise einen Pot ziehen. Der hätte aber auch größer werden können. Ich meine, Kevin hätte Preflop natürlich eine 3-Bet machen können oder müssen. Ja, Victor auf alle Fälle mit. Batgirl hätte vielleicht auch nochmal gecallt, dann wäre der Pot schon mal größer gewesen, hätte sich vielleicht ein bisschen einfacher gespielt.
So ist er relativ gefahrlos gewesen für Kevin. Nice Hand. Nice Hand. Und ich mag halt so schwarz-weiße Klamotten, also so rot oder so. Lass mal, lass mal so stehen einfach. So, wir biegen jetzt aber langsam auf die Zielgerade ein hier im Stream. Handnummer 56. Jetzt stimmt wirklich meine größte Hassfarbe, ich lila. Und dann haben wir auch 3 Stunden gestreamt. Ich denke, das finde ich so schlecht, ne? Das reicht dann auch für heute. Ganz übel finde ich. Batgirl wieder am Straddeln. Die ist heute echt aktiv. Gucke ich mal, ob ich da nachher noch ein paar Chips von der abgreifen kann, wenn ich am Tisch sitze und mitspiele. Das war die einzige Supermannschaft, wo ich das Trikot von kenne, aber von dem die Farbe ist sehr speziell. Auch der Hulk in grün mit lila in der Hose. So, Conny eröffnet. Junge 7. Alle folden. Und Batgirl foldet. Also Preflop, das gibt's doch gar nicht. Preflop gewinnt die Hand. Gab es das überhaupt schon mal heute? Ja, abartig. Heute ist nur alle Farben. Regenbogen. Ja, stimmt, ja. Und dann noch Pastellfarben. Also es geht bei dir eher in die Richtung. Da fehlt jetzt nur noch grün. Boah, was wäre so? Ah ne, ist da grün. Ja, wir machen jetzt auch mal grün da im Hintergrund. Ich glaube, so ja, dann hasch er. Petrolgrün kommt aufs Ecke. Ein schönes, schönes, schlichtes Senfgelb noch dazu eingebaut. Petrolgrün. Petrolfarben. Der MG. Das ist MG-Grün, ist das nicht so? Nee, ich glaube, das ist Jagdgrün. Fold. Ja, Kevin foldet wieder. Also der ist heute wirklich tight unterwegs. Tight ist ja gar kein Ausdruck beim Kevin. Gut, hat jetzt natürlich auch jetzt nicht die Starthände. UTG würde ich da die Hand auch einfach direkt entsorgen, aber Kevin schon auf der tighten Seite heute unterwegs. Möter hier mit dem Race eröffnet, die junge 4. Auf 75. Kriegt einen Call von den üblich Verdächtigen. Koni und Superweg bleiben in der Hand. Und da haben wir da die drei richtigen zusammen. Auf Ass 5-7 mit 3 Kreuz. Ist natürlich jetzt gar nicht so schlecht für den Möter. Koni hier mit der 7. Donkt hier rein. 75. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Möter die Hand weiterspielt. Macht doch mal Farbenkontrolle. Na, raised und Fold von Koni. Dafür bleibt der Victor dabei. Mit der getroffenen 5. Interessant. Turn ist der Junge. Victor check. Mehr als checken kann ich. Ich kann auch ein Bett machen oder einen Call machen. Ah, gerade den, den ich mir eher angeklemmt habe. Guck mal, was die Verursacher hat. Scheiße. 3,50. Nochmal drauf. Farbenkontrolle. Ja, und Fold. Interessant, dass er Superweg hier überhaupt am Flop gecallt hat. Hast du gezeigt? Na gut, wollte er vielleicht gucken, wie der Gegner am Turn weiterspielt. Aber schon ambitioniert. Und so geht es irgendwie schon den ganzen Abend. Also da geht halt dann jede Hand mal irgendwie so hier mal 20 Blinds, da mal 30 Blinds weg. Summiert sich dann halt doch relativ schnell auf über so einen Abend. Ja, der spielt halt nicht mit in der Runde. Also naja, gut. Aber so läuft es halt in der Poker-Session. Hat ja jeder wahrscheinlich schon mal gehabt. Dass er mal nicht so guten Lauf hatte oder einen Antilauf. Und dann bist du halt auch mal schnell irgendwie 3, 4, 5, 6 Lagen hinten. Das geht so schnell im Poker. Gerade in so einer Homegame-Runde, wo loose gespielt wird. CHM. So, Hand Nummer 58. Ja, Heckenwitz, echt, das hat jeder schon mal gehabt. Manche öfters, manche nicht so öfters. Zwinker, Zwinker. Wenn die alle zusammenspielen, das ist doch, glaube ich, der Homegame-Runde, glaube ich. Also, jetzt haben wir Koni im Straddle. Superweg eröffnet direkt. Mit seinen Dreiern. Die zu mit dem Call, Batgirl mit dem Call. Oder, Kevin im Big Blind. Kriegt natürlich jetzt super Odds, aber hat natürlich auch eine Krützenhand, Ass 8 off. Koni im
Straddle, genau, schließt er die Action ab. Ja, kann man callen. Kriegt natürlich Granaten-Odds. Ja, genau. Nicht die beste Hand, aber wenn ich die Action abschließe, dann kann ich hier auch schon einen Call verstehen. Echt? 10-7-2. Das ist schon sehr dubios, oder? Ist natürlich stark wieder. Also das ist ja Hit Girl direkt hier mit dem Set wieder. Sehr verrückt, dieses. Aber wie super Pärchen. Ist ja Preflop Aggressor. Also wie kommuniziert ihr dann? Das ist halt immer die Frage. Nur gecallt hier von Bad Girl. Gut. Gute Taktik. Es gibt so viele komische Sachen, die einem selber jetzt nicht so auffallen, was auch immer so schaut. Wie zum Beispiel, dass die eine Liga. Ah, zwei noch. Irgendwie nie Ringe trägt und dann plötzlich Jack an dem Tag quasi Ringe trägt. Es wird super wirklich ein bisschen vorsichtiger. Ach so, nicht ganz geheuer. Ein 3 wäre so krass. Nee, ist eine 6. In dieser Hand hat sie quasi irgendwann sich so und am Arm gekratzt. So. Was sie nie macht. So, und jetzt muss Bad Girl ersetzen, um irgendwie noch Value zu generieren. Hilft ja nichts. Was halt nicht geht. Ja. Und Victor foldet direkt. Sieht da ein, dass er da keine Chance hat auf den Showdown. Muss er leider weg. Wegschmeißen die Hand. Und Bad Girl ist einfach unschlagbar heute. So, nice Hand, Bad Girl. Nice Hand. Also die ist echt unschlagbar. Naja gut, ist ja nur noch eine Hand. Nee, achso, ja doch. So. Und dann ist Stream vorbei, oder was? Ja. Ja. Das war dann ja alles fair aufgeschaltet. Ja, so dreieinhalb Stunden am Ende. Wir haben schon 20 nach 11 in der Nähe. Ja. Da wären wir schon spät angefangen, halb oder so. Ja. Ja. Noch zwei Hände. Hat zugelegt. Ich hab's einmal. Gut, da hat Zahn noch vergessen. Oder das Klopapier hängt nur hinten raus. Ui, das haben wir dann aber. Ich bin noch. Achtung. Vorletzte Hand jetzt. Vorletzte. Ach, echt? Danke. Und das sagt er jetzt. Ich straddle nochmal. Raise ich nochmal. Das straddle. Da. 6, 2, Achtung, danach kommt die letzte Hand. Höhö. Jawohl, Glückspferd. Ja, noch letzte Hand und dann Glückspferd. Achso, machen wir das. Ja, so. Ja, genau. 61. Immer. Hast du schon lange nicht mehr gedealt, gell? Scheint's, ja. Genau einmal, halt nicht. Ja, schon haben wir alles vergessen. Ja, Kevin erklärt es gerade noch mal kurz an den Dealer, wie das Ganze funktioniert. Also, schauen wir uns die letzte Hand an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der Kardos haut nochmal eine richtige Hand raus. Und dann machen wir die große Abrechnung und schauen uns das Endergebnis an. Ich habe heute. Kann schon mal vorwegnehmen, Bad Girl hat ganz gut abgeschnitten. Die ist wahrscheinlich ganz oben dabei im Ranking. Aber ich will es noch nicht, final sagen. Es gibt ja noch eine Hand. Du hättest mich auch mal loben können. Du bist wie meine Frau. Weißt du, immer nur das Negative. Wenn ich dann aber mal und so, vielleicht nichts Positives. Arbeite an deiner Quantität. So, immerhin Doppelstraddle hier von Mötor und Nico Mack. Kevin jetzt am Button mit einer schönen Starthand. Raised hier. Völlig zurecht. Auf 2,15. Mötor vor die letzte Hand. Nico vor die letzte Hand. Und Kevin gewinnt die letzte Hand. Ja, crazy. Verrückt. Also, crazy. So, jetzt gibt es noch ein Glücksbär. Das lassen wir noch laufen. Glücksbär für alle, die noch nicht wissen, was das ist. Glücksbär ist eine Hand mit einem festen Einsatz. 10 Big Blinds werden hier gesetzt und dann wird einfach offen gespielt und der Gewinner kriegt den ganzen Pot. Also Abschlussglücksbär und nochmal die Daumen drücken für euren Favoriten oder eure Favoritin. Und dann gibt es die Abschlussstats. Freunde, von mir haben wir ein 24-Stunden-Konzert gegeben im mit dem gleichen Song? Nein. Wir müssen mal einer live machen mit 24 Stunden Cantina-Band. Mit Gesang. Was, mit Gesang? Ja.
24 Stunden ist doch die Stunde. Punk auch noch. Punk. So. Carlos gibt nochmal hier alles ein. Für jeden 10 Big Blinds rein in den Pot. Ich glaub, und dann geht's los. Auf jeden Fall mal weg gewesen. Aber ich hab's nicht durchgehört. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Glücksball gewonnen habe. Denk nicht drüber nach. Nice. Oh, was ist denn für noch? Gib's ja, ja, da war's absurd. Da heißt auf jeden Fall eine 10. Ja, super Big hier schon mit einer guten Starthand. Ass 10. Tizi hier mit den Kings. Nice. Also jedes Plus okay. Also ja, also Super Big würde ich es jetzt auch gönnen. Der hat heute so geblutet, dass der jetzt mal irgendwie noch einen Pot verzieht. Aber Kevin hier auch mit dem Suited Ass. Ja, Herz ist nicht draußen. Doch, eine 3. Kein König draußen. Ah ja, das sieht gut aus. Jawohl, da floppt das eh. Die Straße. Zeig ja. Ja, ist aber nicht richtig eingelesen, Carlos. Herz oder. 5, 3, 2. Ja, Branche 4, findest du hier, oder? 4, 6 bei Nico Mack. Das ist natürlich stark. Oh, Herz, Dame. Das heißt, Superweg hat noch Herz-Outs. Kein Herz, aber noch ein One-Outer. So, und jetzt Herz. Nein, die 6 kommt. Also. Ein Herz, Nico Mack. Nico Mack macht hier die letzte Hand fertig. Das war heute. Ich kenne das, Vize. Stark. Also, soll nicht sein für Victor. Soll nicht sein. Dafür gibt es jetzt noch einen Chip-Count. Ich glaube aber, soweit stimmt eigentlich alles. Ich starte euch schon mal ein bisschen Musik. Dann können wir schon mal so langsam zum Fazit übergehen. Also, 3 Stunden Stream liegen hinter uns. 3 Stunden 15 in dieser Sekunde, um genau zu sein. Interessanter Stream heute. Top-Quali, muss ich sagen. Also sowohl Bild- als auch tontechnisch, hoffe ich zumindest. Ich muss das Replay mal angucken. Zuschauermäßig ging heute was. Sehr gut, Leute. Hat Spaß gemacht. Ein paar Leute haben zugeguckt. Schön beteiligt. Samstagabend, Minusgrade, da macht das natürlich auch Spaß. Kann man sich so einen Pokerstream auch mal gut angucken, gut antun. Vor allem, wenn so Schwergewichte pokertechnischer Natur wie Kevin mit seinem gelben Pulli dabei sind. Ah, da ist er doch. Habe ich noch eingefangen. Hallo, Kevin. Hallo Superweg. Okay. So, das sagt alles. Spannender Abend. Ich bin jetzt erstmal froh grundsätzlich, dass alles geklappt hat, dass die Kameras geklappt haben, dass der Sound geklappt hat, dass die Rechner nicht explodiert sind. Das ist nämlich nicht immer so. Beim letzten Stream ist unser Rechner explodiert. Ich übertreibe. Zumindest ist der Rechner kaputt gegangen. Hätte man eigentlich eine Schlagzeile irgendwie auf der Bild-Zeitung erwarten können. Ne? Genau, eben. Computer explodiert während Livestream. Alle sind verletzt. Alle im Krankenhaus. Livestreamer kurz vor dem Kollaps. Genau, war jetzt leider nicht so. Genau, ich warte jetzt gerade noch auf den Chipcount und dann präsentiere ich euch das amtliche Endergebnis. Könnt ihr mal aufhören, schon da hinzugucken? Da gucken sie alle. So, genau. Also, es fehlt genau noch eine Spielerin und das ist Batgirl, auch die mit dem größten Stack. Die fehlt natürlich jetzt hier für die Abschlussstatistik. Die hat am meisten zu zählen. Das hätte man auch vorbereiten können. Ne? Batgirl, sage ich jetzt einfach mal. Kann man ja auch dann schon mal machen. Wenn man schon so viel hat. Zwinker, zwinker. Also, die Ansage kommt. Wir sind durch. Mats Eppan sagt. Also seid ihr bereit für die Statistik? Bin ich bereit für die Statistik? Ich glaube schon, ja. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Einfach so, ich klicke drauf. Also, Batgirl, ganz vorne in der Statistik, die große Gewinnerin des Abends. 8 Lagen im Plus, gibt spontan 10 Applaus am Tisch. Nico Mack ist vorne mit 2 Lagen, Kevin ist vorne mit 1 Lage, Koni hat sich ganz leicht wieder ins Plus gerettet, der ist immer so um die Nulllinie geschlingert. Pizza eine Lage hinten. Ich glaube, der hat doch gar nicht teilgenommen. Der wollte einfach nur Handball gucken und jetzt Football. Das ist einfach so ein Ereignis. Der guckt jetzt noch auf den Fernseher und guckt Football. Mütter 1,5 Lagen im Minus. Superweg ganz unten am Tableau. Das genaue Gegenteil von Batgirl. Aber ich glaube, das, was Superweg abgeschenkt hat, ist genau bei Batgirl draufgekommen. Manchmal ist es so. Let's Poker. Schauen wir uns den VPIP an. Hier ist Superweg ganz oben, 71%.
der wollte heute spielen, das hat man gemerkt, und der hat auch gespielt. Koni, zweitgrößter V-Pip, Vize, Batgirl, stabil, und Kevin, die teite Sau, nur 40,3%, ja. Ja. Und selbst da hat er noch zu viel gespielt, sagt er gerade hinten aus dem Off. Also, vielleicht noch das eine, das fand ich ganz gut. Schauen wir uns den PFR an. Hier ist Kevin aber wieder ganz vorne. Also aggressivster Spieler, 24,2%. Koni auch über 20%. Ansonsten das Mittelfeld knapp um die 15%. Und Batgirl nur 7,1%. Der ist es einfach Postflop reingelaufen. Muss man einfach mal so festhalten. Winrate. Jetzt habe ich sie. Ja. Erstaunlicherweise, der Superweg hier auch vorne, der hat einfach wahnsinnig viel kleine Pötte gewonnen. Alle Pötte um 30, 50, 60 BB hat der Superweg hier abgeräumt, abgegrast durchs Bettverhalten, aber die großen Pötte musste er leider abschenken heute. Kevin auch, große Winrate. Sagt gerade von hinten, er hat immer so eine große Winrate, weil er ein Winner ist. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert an dieser Stelle. Genau. Achso, steht auch im Namen drin. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. So. Genau. So, Vize hier mit der nur 10%igen Winrate, aber der hat, wie gesagt, einfach nicht stattgefunden am Pokertisch. Der wollte auch nur Sports gucken. War Vize da? Ich glaube, Vize war da. Okay, also, damit haben wir alles jetzt abgewickelt, würde ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Gut war es. Also mir zumindest hat Spaß gemacht. Kevin, willst du noch was sagen? Nee. Nein. Alles klar. Danke. Habe ich extra für dich gemacht. Extra in Gelb. Ja? Habe ich extra für dich gemacht. Für ja? Mich? Aber ich bin... Weiß nicht. Jetzt will er doch was sagen. Ne? Gut, also, Kevin fühlt sich geehrt. Ich nicht. In diesem Sinne, bleibt anständig, Leute. Wählt, was ihr wollt. Das ist eine Demokratie. Schönen Abend.